Haben Sie auch Probleme mit Darm? Sei es Durchfall, Verstopfung, Reizdarm oder Sie vertragen fast gar nichts mehr zum Essen? Mein Name ist Christine Ostertanner und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonbauer. Bei mir kommen immer mehr Leute, die ankreuzen, dass sie Darmprobleme haben. Gerade vor kurzem war eine Frau da und ganz kurz ihre Leidensgeschichte, die lange dauert. Und zwar seit 2004, jetzt ist 2017, leidet sie an massiven Darmproblemen. Sie geht zu allen möglichen Therapeuten, Ärzten, Hausärzten, Allgemeinärzten, sogar Darmspezialist. Und seit 2004 wurde es einfach nicht besser. Sie hat so an die über ca. 20.000 Franken schon dafür ausgegeben. Also schon ziemlich viel Geld für diese lange Zeit und nichts wird besser. Auch vom Darmarzt bekam sie zwei Medikamente. Von einem anderen Arzt bekam sie eine Bluttestung, die musste dann immer wieder ein paar Mal im Jahr wiederholt werden. Jede Testung kostet 500 Franken und da steht einfach drauf, was sie nicht essen darf. Man sagt sie, Mai, da steht da drauf, Inulin und Chicorée und Eier, eigentlich würde ich das gerne essen, aber steht auf der Liste, ich darf es nicht essen. Man muss wissen, dass immer mehr Fernsehsendungen es darüber gibt, wo dort steht, dass es nicht nachvollziehbar ist, dass sowas zusammenhängt, weil es gibt verschiedene so Testlabore und im Fernsehbericht haben sie dann gezeigt, jedes Labor hat andere Sachen getestet. Beim einen durfte man das nicht essen, beim anderen das nicht und so weiter. Was auch bestätigte, dass ihre Intuition genau das, ihr Darm wollte genau das essen, was sie nicht brauchte, nämlich Chicorée mit dem Inulin, das ist ein Stoff, der wichtig ist für den Darm. Dann Eier hat sie geliebt. Sie war ganz abgemagert, war das schon stationär im Krankenhaus, weil sie so auf 38 Kilo abgemagert war. Wir haben jetzt einen Speicheltest gemacht über wichtige Hormone und siehe da. Ihr Estriol, das Schleimhauthormon, das auch die Darmschleimhaut aufbaut, war bei 0,3 statt bei 30. Ein Hundertstel von dem, was ein gesunder Darm haben sollte, ist das Schleimhauthormon Estriol. Dann das DHEA, das ist halt einfach alles Hormon, das wichtigste Immunsystemhormon, das auch im Darm mitkämpft. Das hat einen Wert von 18 statt von 220. Cortisol war zu schwach für entzündliche Prozesse und so weiter. Und auf diese Ursache ist bisher niemand gekommen, denn ursächlich hängen alle Symptome mit unserem körpereigenen Hormon zusammen. Sie war froh, dass sie jetzt einen Weg gefunden hat. Und wenn Sie auch Ihren Weg verkürzen wollen, ohne Umwege, dann rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir ein E-Mail, damit wir auch Ihre Darmproblematik besser in den Griff bekommen. Bis bald!